Aber da komme ich nicht dran. Nee. Nö, nö. Leider nein. Da vielleicht? Nein, da ist auch überall Geäst und Gedöns. Da sind wir in Wirklichkeit schon wieder viel zu weit unten, oder? Dafür. Ja, keine Ahnung, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir haben hier den Bereich gelöst. Ja, können wir, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Habe ich da unten jetzt noch irgendwas? Ja, da waren schon noch ein paar so Flecken, wo man ein bisschen gucken kann. Das brachte mir auch nicht wirklich was, oder? Dann nur das Schiff, das weiß ich auch nicht genau, wie man da diese Dinge aktivieren kann. Aber das ist echt, boah, das ist echt schwierig, hier alles aktivieren zu können, sage ich jetzt mal. Das ist, puh, ja, das ist nicht so toll. So, aber jetzt machen wir was anderes. Wir fahren mit dem Schiff, also muss mich gar nicht, das Schiffchen ist ja eh da. So, gehen wir nur rein und dann fahren wir einmal eine kurze Runde hier um das Wrack herum und dann gehen wir daher. So, waren wir zwar auch schon. Aber naja, wie viel Strahlen haben wir denn jetzt eigentlich schon? Ich weiß ja nicht, wie viel Strahlen das man maximal braucht, aber ich glaube schon, dass wir schon relativ viele Strahlen haben. So. Wo können wir da jetzt was reißen? Schauen wir mal. Ist da irgendwo ein Kreis, ein Kreisel? Ja, da würde dann was gehen. Okay, da muss ich, ja, da muss ich in die andere Richtung natürlich wieder fahren. Eieiei. Was immer dasselbe sein muss hier mit diesem Schiff. Komme ich da überhaupt ums Eck? Ja, da komme ich ums Eck. Dass immer dasselbe sein muss mit diesen lustigen Formen. Ja, dass ich immer in die falsche Richtung fahre. Ja, komm, dann gib mal ein bisschen mehr Gas und dann müssen wir einfach einmal kurz zurückgasen. So, mehr Gas. Damit wir bis zum Startpunkt kommen. Und das machen wir jetzt einfach mal kurz. Aber wo ist der Startpunkt? Ach hey, das geht da an. Das wird doch verarschen. Wo ist da bitte der Startpunkt? Oh, der ist da, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ach, herrje, ach herrje. Ja, der ist da. Ach, das ist ja toll. Ja, das ist... Moment, bleib mal... Boot. Ja, ding, ding, ding. Wir gehen bitte einmal in die andere Richtung. Stopp. So, einmal kurz die große Runde. Zurücklegen. So, genau. Aber in der richtigen Reihenfolge. Oh, ich sehe gerade, er ist schon da. Mein Punkt ist schon da. Das ist schön. Juhu. So. Oh nein, ich werde hier aufgehalten. Ich werde hier von einem Metallsplitter aufgehalten. Oh nein, das ist nicht schön. Aber wir schaffen das trotzdem. Komm, wir schaffen das trotzdem. Yay. So, und weiter geht's. Ich sehe gerade, da ist auch so ein Ding. Muss ich das in die andere Richtung reinziehen wahrscheinlich, oder? Weiß man nicht so genau. Naja. Darf ich mich bitte hindrehen? Ich hoffe nur, ich habe jetzt den richtigen Winkel. Ja, sieht gut aus. So, geht sich das aus? Geht sich das aus? Ja, komm, das geht sich aus, oder? Ja, bau dich dran, bau dich rüber. Ja, wunderbar. Sehr schön. Und wir laufen mit dem Popel entlang. So, das muss jetzt bitte schwierig. Nee, ging gut. So, wir verfolgen das alles. Jetzt ist gerade ein bisschen langsamer. Warum war das jetzt so langsam? Toll, jetzt haben wir hier den Absprung nicht geschafft. Na toll. Super, das war jetzt echt doof, weil hier, das, weil das gerade so langsam war. Also wir müssen... Okay. Nochmal zurück. Wir müssen das langsamer machen. Ich will das nicht noch langsamer machen. Wie doof ist das denn? Nee, ehrlich gesagt... Nee, ich habe... Habe ich jetzt dazu... Habe ich hier... Ja, komm, wir machen das eine, machen wir jetzt. Obwohl, die Frage ist halt wirklich beim Starten. Ich muss wirklich gucken, wie ich das ansehe. Beim, wo ich auch stehe, ich glaube, ich stelle mich relativ weit hinten im Boot hin. Weil es ist schon so, alles, was wir haben, haben wir natürlich. Das ist klar, ja. Von dem her... Wäre das nicht so schlecht, wenn wir das so machen würden. So, komm, wir starten hier die Geschwindigkeit. Das muss ja wohl reichen. So.
Moment, und wir gucken. So, go. Boah, da musste ich wieder niesen. Ich darf nicht so viel herumfahren, weil das Problem ist, es kann passieren, dass ich auf einmal nicht mehr zurückkomme. Das wäre dann nicht so schön. Ist das hier schon aus? Nee, das ist hier nicht aus. Komm, wir fahren weiter. Obwohl das eigentlich vorne schon recht rund wäre, oder? Nee, wir fahren da den ganzen Weg weit. Ich fahre ums ganze Boot rundherum. Ja, es ist jetzt ein bisschen langsam, sind wir schon. Aber wir müssen das genüsslich machen. Ja, wir müssen das genießen. Und wenn wir zu schnell sind, dann überholt uns das Spiel einfach. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Und ich weiß zwar nicht genau, warum das vorher wirklich so langsam war, aber es war halt so. So. Und bitte verfolge doch den Kreis. Ich werde sehr verbunden spielen. Ja. Ein bisschen zurückstellen wieder. Aufpassen, nicht rüberhüpfen. Ja, passt. Wieder ein bisschen zurückstellen, die Kamera. Sehr schön. So, wir müssen hier rüber. Wir müssen das verbinden. Wir schaffen das. Ja, es ist verbunden. Sehr schön. Gut. Und das war jetzt vorher echt fies. Also müssen wir jetzt echt gucken, dass wir das diesmal, dass ich das diesmal ausgebe. Ich weiß nicht warum. Das ging irgendwie so ganz schlecht. Ganz schleppend ging das voran. Ah, jetzt geht's schneller. Okay, gut. Wir warten. Damit wir da den Absprung schaffen. So, wunderbar. Ah, oh, ach, da sind wir. Können wir gleich darüber. Okay, gut. Stimmt, das hätten wir ja gar nicht geschafft, wenn wir da nicht schnell genug gewesen wären. So, wo geht's jetzt weiter? Es geht hier jetzt weiter. Es dauert jetzt wieder eine Weile. Es ist doch ein längeres Muster irgendwie, habe ich das Gefühl. So, wo docken wir da jetzt überhaupt an? Docken wir da jetzt bei diesem einen Muster an, oder was? Docken wir da jetzt echt bei diesen? Ja, offensichtlich ja schon. Genau, das geht jetzt hier wirklich rundherum, oder wie? Ja, also man merkt schon, es zieht ran. Komm, es zieht. Ja, und wir haben es geschafft. Wir sind weiter. Hat sie ein Muster ums ganze Schiff. Okay. So, wo geht's jetzt weiter? Kamera ein bisschen zurückstellen, damit wir da gleich richtig rankommen. So. Und hoch da. Hey. Wir wären, glaube ich, mit der anderen Geschwindigkeitsstufe echt zu schnell. Jetzt hier? Ist das jetzt hier schon das Ende? Nee, oder? Was war denn das jetzt? Nee, ach, das stimmt, da oben geht es jetzt noch weiter. Okay. So, geht's? Geht schon. Komm, bisschen zurückstellen, Kamera, danke. Ja, schön, genau. Und, ach, stimmt, da geht es ja jetzt dann rum. Ums ganze Schiff rum. Und jetzt zum Schluss drücken wir den falschen Knopf. Ja, das wär's. Die ganze Fahrt umsonst. Oh, man sieht schon, die Energie, sie will schon ranziehen an das nächste Teil. Aber, ja, wunderbar. Und wir sind oben. So, und jetzt explodiert wahrscheinlich das ganze Schiff. Ja. So. Ja, es dauert ein bisschen, bis wir da rum sind. Wo ist denn da dann eigentlich das Ende? Ich hoffe, ich check das Ende dann überhaupt. So, okay. Also das muss so ziemlich das längste Naturmuster sein im ganzen Spiel, glaube ich zumindest. Ich habe eine Boje gehört. Weil ich hoffe nur, dass ich nicht rundherum fahren hätte sollen. Nee, das muss hier ja wohl dann bald mal zu Ende sein. Ist das hier schon zu Ende? Nee, oder? Das geht noch ein bisschen. Nee, da vorne ist es zu Ende. Ich sehe schon, da ist eine schöne Endrundung. Das wird unser Ziel sein. So. Und bald geht's nach unten. Hoffe ich zumindest. Ja, das Boot fährt eh so schön rein. Ach, ich kann das schon. Ich traue mich noch nicht. Ach, ich kann das schon. Okay, ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber es ging. So. Wow.
Ja, gut. Haben wir das auch erledigt. So. Okay, ich wollte eigentlich daran. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren, aber ich fahre jetzt einfach mal hin. Turbo! Ich glaube... Ach, das ist der Dojo gewesen? Okay, das war jetzt... Achso, das war das Baumhaus. Das war irgendwas mit Platten. Ich glaube, wir sind doch schon relativ weit in Wirklichkeit, oder? Kann das sein? So sicher bin ich mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Aber ich glaube, wir haben doch schon fast alles erledigt. Also uns fehlen natürlich noch sehr viele kleine und große Geheimnisse. Aber rein von den Strahlen her, ich glaube, da hinten müsste noch einer kommen. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich bin froh, dass ich das mit dem Schiff jetzt gemacht habe. Das war ein bisschen aufwendig. So, minimal war das aufwendig. So, gut, was haben wir da? Was haben wir da? Metall im Meer. Umweltverschmutzung und so. Gut, wahrscheinlich gibt es auch viel, viel längere Muster. Wahrscheinlich gibt es ein Muster um die ganze Insel rum oder irgend sowas. Aber naja... Das ist die Geschichte, genau, ja, stimmt, aber da fehlte doch auch noch ein bisschen was, oder? Da kamen wir doch auch noch nicht überall hin, bilde ich mir jetzt ein. Oder waren das nur Dinge, die ich damals noch nicht gecheckt habe? Ich weiß es nicht so genau. Die wollte ich eigentlich von unten nicht aktivieren, so glaube ich war es. So, gut. Das Industrieviertel. Was für eine Freude. So, ich wollte die Platten von unten nicht aktivieren. Obwohl ich die wahrscheinlich von unten aktivieren muss, oder? Komm, ich probiere es einfach mal. So, also wir haben da... Da ist ein Vierer. Den werden wir eliminieren. Moment, wir machen das einfach so. Ja. Ja, genau. Passt. So, da ist ein 3-3-Punkte-System. Nee, war doof so. Aber ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. So. Nee. Falsch, wir machen das so. Dann sind die beiden drin und das eine Ding ist falsch, aber der Schießer eliminiert. So, und da machen wir jetzt auch wieder sowas. Sind das jetzt 3 oder 4? Ich sehe das. Ist das richtig, dass ich das von unten mache? Ist das richtig? Oder komme ich da eh irgendwie easy rein? Ich mache das jetzt einfach mal weiter von unten. Ist doch egal. Komm, man muss nicht immer direkt davor sein. So. Also ein Vierer und der Schießer soll das Teil da eliminieren. Passt. Das ist jetzt etwas... Ist das ein Dreier? Wahrscheinlich schon. Ja, komm. Nee, ist nicht schwierig. Machen wir so. Nein. So. So. Was? Verdammt. Das war ein Zweier. Habe ich versehentlich falsch gesehen. Gut, daneben machen wir eben ein Zweier draus. Ist auch okay. So. So. Go. Was? Warum hat das nicht... willst du mich jetzt verarschen? Warum hat das nicht funktioniert? Ist das... Das ist doch wohl ein Schießer. Wir haben da denn zwei... Ach so, ach, weil ich... Okay, ich merke gerade, ja, weil ich denn... Weil der richtig war, so. Ich darf die nicht richtig machen. Okay, so. Jetzt passt. Weil der Schießer muss eins eliminieren. Na, so war das. So. Da haben wir jetzt ein kleines, aber feines Problem. Wie kriegen wir denn das unter? Okay. Okay. Da bin ich jetzt leicht überfragt. Ich kann die so nicht machen. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Wie soll denn das wieder funktionieren? Ja gut, so... Nein, so kann es auch nicht funktionieren. Und ich mache die alle drei, geht auch nicht. Weil die eigentlich nirgendwo wirklich ranpassen, oder?
Wie kriege ich die alle in einen Rahmen rein, damit das... Moment. Oder muss ich da wirklich... Ich kann ja solche Kästchen, kann ich ja sowieso nicht machen. Also, solche einzelnen Stufenkästchen, ne? Das geht ja sowieso nicht. Weil da müsste ich ja da... Das geht nicht. Moment, kurz nachdenken. Der Schießer muss eins, also ich nenne den Schießer, ja, der muss eins deaktivieren. Der Schießer muss eins deaktivieren. Ich komme da mit denen hier... Wenn ich da so... Ach, so wird's gehen. Ja, komm, so machen wir. Das ist okay. So. Nee, das müssen wir anders machen. Ah! Na toll. Jetzt kriege ich das wieder nicht hin, weil das dumme Teil da im Weg ist. So, so. So in die Richtung, aber das hilft halt nichts, weil jetzt das dumme Teil hier im Weg ist. Aber das wäre die einzige Möglichkeit, dass ich die irgendwie so hinkriege. Wir könnten einmal das da so machen. Ach, so wird's aber gehen, oder? Ja, so geht's. Sehr, sehr schön. Okay. Nee, geht auch nicht. Wie soll denn das gehen? Ich kann ja hier... Nee, so geht's auch nicht. Das hilft auch nichts. Nee, ich muss die zu einem Würfel machen. Wie bekomme ich die zu einem Würfel? Wie soll ich eine Würfelform schaffen, wenn ich in Wirklichkeit... Hä? Ich muss eine Würfelform schaffen, weil anders geht's nicht. Weil ich kann diese Formen anders nicht abbilden, weil ich so nicht zeichnen kann hier. Also da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Oder sind die gedreht? Nee, die sind ja nicht gedreht. Ich weiß immer noch nicht, ob ich da nicht eher irgendwie hochklettern können soll, muss. Moment, ich gucke jetzt mal kurz vom Wald raus. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, dass ich da schon irgendwie anders reinkomme. Ich meine, es ändert nichts dran, dass ich es nicht schaffe auf Anhieb. Ja, aber... Muss ja da wohl irgendwie reinkommen, oder? Wo ist denn da dieses Sägewerk? Da unten irgendwo, ne? Ja, da. Komm, da komme ich ja wohl. Da komme ich nicht rein. Okay. Komme ich da rein? Nee, da komme ich auch... Ich komme da echt nicht rein. Ich muss das echt... Okay, ich muss das echt von unten machen. Gut, aber ich bin da jetzt auch, ehrlich gesagt, doch etwas über... Nee, ich komm, Moment, ich komme da hoch. So wird es gehen, oder? Nee, komme ich da? Ich komme da nicht durch. Ich bin da ehrlich gesagt trotzdem über... Was ist denn da los? Oh, ein... Ah, guck mal, ein Geheimnis. Das hat man ja schon lange nicht mehr. Hey, vielleicht hilft mir die Nachricht hier. In a sense, what modern physics is to the history of Western thought, Zen is to the development of the Eastern worldview. The ultimate refinement of more than 2,000 years of incisive debate, discussion, and critical development. Yet the difference between the two could hardly be more marked. Whereas physics is interested above all in theories, concepts, and formulas, Zen values only the concrete and the simple. Zen wants facts, not in the Western sense of things that are measurable and numerical, which are in fact abstractions, but as living, immediate, and tangible. Its approach to understanding is not to theorize, because it recognizes that previously accumulated ideas and knowledge, in other words, memories of all kinds, block the direct perception of reality. Therefore, Zen adopts an unusual approach. Its buildup involves language, which is unavoidable. Any method, even if it turns out to be an anti-method, has first to convey some background in order to be effective. But the way Zen uses language is always to point beyond language, beyond concepts to the concrete. David Darling, 1996.
Ja, haben wir ja doch geschafft.